Ja, moin moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Synology-Folge. Heutiges Thema, wie sichert man die Fotos von einem Smartphone oder Tablet automatisiert auf die Synology. Wir nutzen in diesem Video dazu das Thema Synology Fotos. Warum, wieso, weshalb, ein bisschen mehr Details gibt es dann gleich nach dem Intro. Also bleibt dran und nicht abschalten. Bis gleich. Ja, das Intro ist um, ihr seid dran geblieben. Gute Voraussetzung, damit wir gleich direkt durchstarten. Vorher noch ein kleines Thema in eigener Sache. Ich möchte mich bei euch allen recht herzlich für die 1000 Abos, die ihr mir hinterlassen habt und mit mir gemeinsam auch die Challenge gewonnen habt. Dafür möchte ich mich bedanken und an der Stelle erstmal ein recht herzliches Dankeschön und ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal weiter treu. Ja, bevor wir loslegen, ihr kennt das, Daumen hoch, nicht vergessen, einmal die Glocke drücken, ne, damit ihr auch ja keine Folge verpasst. Ansonsten, was soll ich sagen, supportet den Fatih, Sohnemann, nicht fremdschämen. Ja, genau, jetzt haben wir alles einmal abgefrühstückt. Wir legen auch direkt los. Heutiges Thema Synology Fotos, beziehungsweise wie sichert man automatisiert die Fotos vom Smartphone auf die Synology. Wer von euch kennt es nicht, man ist im Urlaub, hat ganz viele Fotos gemacht, das Smartphone ist zugemüllt, würde ich schon fast sagen, mit Fotos, mit Videos, mit allem. Man mag sich ja auch nicht von allen trennen, hat auch nicht die Zeit, das im Urlaub alles sauber durchzusortieren. Ja, und dann bucht man ja meistens immer irgendwelche Cloud-Dienste nach, um dann quasi das Ganze, ja, zu synchronisieren. Es geht auch ein bisschen einfacher. Wenn ihr eine Synology zu Hause habt, installiert ihr einfach das Paket, konfiguriert ein bisschen was und dann könnt ihr das Ganze auf eure eigene Synology hochsynchronisieren. Könnt dann die Fotos auch vom Smartphone runterlöschen. Diese liegen dann ja auf der Synology und ihr habt wieder Speicherplatz frei. Ich kenne eine Person aus dem Bekanntenkreis, die hat so quasi ihr gesamtes Leben auf dem Gerät. Naja, wenn das mal kaputt ist, bad luck. Oder man bucht halt fleißig gegen Einwurf kleiner Münze immer wieder Cloud-Dienste nach. Aber wir machen das heute mit der Synology und dazu schalte ich uns einmal auf die Synology. So, auf der Synology, einmal in die Systemsteuerung, ganz, ganz, ganz wichtig, wir wollen ja den externen Zugriff aktivieren, weil wir wollen auch die Fotos von extern quasi auf die Synology sichern. Wenn ihr jetzt irgendwo im Urlaub seid, was weiß ich, gerade so Tauchurlaub in Ägypten, dann möchte man ja auch ganz gerne seine Fotos, die man gemacht hat unter Wasser oder über Wasser, die möchte man direkt wegsichern. So, einmal Quick Connect aktivieren hier an der Stelle, eine Quick Connect ID vergeben, ne, und sicherstellen, dass das Ganze auch funktioniert und dann habt ihr schon mal fast die halbe Miete. Dann legt ihr euch einen Benutzer an. In meinem Fall heißt der Medic. Aktuell bin ich nicht mit dem Benutzer angemeldet. Ich bin mit dem Administrator angemeldet. Aber ihr solltet für jeden, oder für jeden, der seine Fotos sichern möchte, solltet ihr einen Benutzer anlegen. Also ihr Vater, Mutter, Onkel, Tante, Kind, wie auch immer, die ihr da alle habt, da solltet ihr das für anlegen. So, in meinem Fall heißt der Benutzer Medic. Das ist ganz wichtig. Und dann geht ihr einmal hier oben auf Erweitert. Und das ist jetzt kein Muss, aber ich finde es ganz gut, aktiviert dort Benutzer-Home-Dienste aktivieren. Da wird für jeden Benutzer quasi ein eigener Bereich auf der Synology angelegt und darunter findet man dann nachher auch die Fotos und jeder Benutzer kann dort seine privaten Dateien, Fotos, Videos, wie auch immer, das kann er ablegen. Also dieses Feature macht Sinn, es generell zu aktivieren, dann hat jeder User ein eigenes Home-Verzeichnis. So, wenn ihr das habt, dann sind wir erstmal mit den Voraussetzungen durch. Ich schließe das Fenster, gehe in das Paketzentrum, schiebe das mal so ein bisschen nach hier hin, mache das mal alles ein bisschen kleiner, damit das ja auch nachher ja auch gut auf dem Mäusekino sichtbar ist. So, oben in der Suche geben wir ein Fotos. Man muss auch richtig schreiben. So, Fotos installieren dann die Synology Fotos. Das Ganze dauert ein paar Minütchen und wir sehen uns dann direkt wieder nach dem Cut. Bleibt aber dran, geht gleich weiter. Ja, das Paket Synology Fotos ist jetzt installiert. Wir gucken noch einmal gemeinsam drauf. Und zwar folgendes. Ihr könnt es jetzt hier direkt starten aus dem Paketzentrum heraus. Wenn ihr es denn geschlossen habt, könnt ihr es hier oben übers Menü und dort Synology Fotos einmal starten. Und achtet drauf, ihr müsst es einmal als Administrator starten. Da gibt es ein Setting, das sollten wir im Vorfeld einmal prüfen, ob es auch gesetzt ist. Der Willkommensscreen, den klicken wir einmal weiter durch.
Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, via QR-Code aus dem jeweiligen Store die App herunterzuladen. Ich habe die App im Vorfeld schon auf meinem Smartphone installiert. Ich klicke jetzt mal auf Jetzt starten. Hier kann man nochmal die Ansicht wechseln, einmal zwischen Zeitleiste und Ordneransicht. Also wenn ihr eher so der Ordnertyp seid, wenn ihr eher so sagt, ja, das war mal so vor 3 Jahren ungefähr, und dann kann man ja auch über die Jahre und Monate sich durch die Struktur klickern so ein bisschen. So, ich klicke hier mal auf Alles klar, das war es dann auch an der Stelle. Geht mal einmal hier oben auf den Admin und auf die Einstellung. Das ist jetzt das Feature, das müsst ihr einmal setzen, das kann auch nur der Admin. Und zwar, hier habt ihr die Option zu ermöglichen, ob Benutzer auch, ja, ich sag mal, das Thema Gesichtserkennung aktivieren dürfen. Wenn es hier aktiviert, an dieser Stelle, dann ist das nicht automatisch für alle Benutzer aktiv. Das müssen die Benutzer hier einmal unter den Reiter persönlich selber machen. Da gucken wir gleich drauf. So, dann habt ihr hier noch gewisse Gasteinstellungen, die ihr tätigen könnt. Ihr habt auch noch ausgeschlossene Dateien. Das sind sogenannte globale Einstellungen, die kann nur der Admin tätigen. Wenn ihr jetzt aber dieses Thema Gesichtserkennung aktivieren wollt als Benutzer, dann müsst ihr hier in dem Bereich persönlich einmal runterscrollen und müsst das Ganze hier auch nochmal aktivieren. Gucken wir uns gleich an. Wir melden uns ja auch gleich mit dem normalen Benutzer Medic an und nicht mit dem Medic-Administrator. Gut, da klicken wir mal auf Speichern, dann ist das Thema durch. Also wir haben aktuell da noch gar nichts drin. Fotos ist leer, Alben ist leer, Freigabe ist auch leer, da haben wir noch nichts. So, soweit, so gut erstmal. So, als allernächstes installieren wir mal die App auf dem Smartphone. Ich habe das Ganze schon gemacht. Ich starte mal die Aufzeichnung hier ganz kurz. Sehr interessant, dass hier nämlich das Ganze nicht mit HDMI funktioniert, aber egal, das kriegen wir auch so hin. Ihr gebt jetzt einfach mal eure Quick Connect ID ein. Das mache ich jetzt mal an der Stelle. Die heißt hier Medic. Dann gebt ihr einmal das Konto, den Benutzernamen ein. In meinem Fall heißt das Dinge auch Medic. Ja, Passwort ist eingetippelt, hat ein bisschen länger gedauert. Achtet darauf, dass ihr auch HTTPS aktiviert habt an der Stelle. Dann klicken wir einmal auf Anmelden und hoffen, dass dann auch der Login funktioniert. Ich würde mal sagen, der wird nicht funktionieren. Nee, er funktioniert doch an der Stelle schon mal ganz gut. Sollte er an der Stelle nicht funktionieren, dann bitte einmal zurück. Ich gehe nochmal auf die Browser-Session. Ich will euch auch zeigen, warum. Es kann sein, also ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, und es kann aber sein, wenn ihr in die Benutzereinstellung geht, unter Medic, und dort sagt auf Bearbeiten und dann guckt ihr mal auf das Thema Anwendung, dann kann es sein, dass der Haken hier bei Fotos zulassen nicht gesetzt ist und auch nicht die Gruppenberechtigung. Das kann durchaus sein, das müsst ihr einmal prüfen. Also am besten einmal beim Benutzer den Haken setzen, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn ein Login nicht funktioniert, sollte der ebenfalls wollte ich schon sagen, ihr solltet die zweite Stelle nochmal prüfen. Geht in die Benutzer rein und setzt die Gruppenberechtigung unter Anwendung, scrollt ihr runter und dort findet ihr auch Fotos. Da ist auch der Haken gesetzt. Wie gesagt, ich habe das schon gehabt, dann war es automatisiert drin, und dann gibt es aber auch nochmal ein Konstrukt, ja, dann ist es halt nicht drin und da müsst ihr halt prüfen, warum, wieso, weshalb. Also kurzer Tipp nur, wir schalten mal wieder rüber auf das Smartphone. Dort werdet ihr jetzt gepromptet wieder mit einem Willkommensscreen. Den wischen wir jetzt mal hier ganz schön einmal weiter, und dann haben wir das Ganze. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit an dieser Stelle, da werdet ihr gefragt, ob ihr das sogenannte Foto-Backup aktivieren wollt. Das könnt ihr jetzt machen an der Stelle, könnt ihr aber auch sein lassen. Ich würde es jetzt einfach mal machen, draufklicken. So, und dann einmal der Haken, nur neue Fotos sichern, alle Fotos sichern. Das heißt auch die Bestandsfotos, die vorher schon passiert sind, die werden dann auch gesichert. Oder ihr nehmt nur die neuen Fotos. Das überlasse ich euch. Ich nehme jetzt an der Stelle nur mal die neuen Fotos. Dann gibt es ein sogenanntes Datensicherungsziel. Das lasst ihr am besten auf dem Standardordner, ansonsten könnt ihr es auch noch umschiften. So, und dann könnt ihr den Haken setzen, nur wenn WLAN aktiv ist, sonst verpeult ihr euer gesamtes, ja, Datenvolumen. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, nur Fotos zu sichern. Das würde ich mir an der Stelle überlegen, weil oft hat man ja auch Videos. Und dann habt ihr noch eine Möglichkeit, bei doppelten Dateien zu sagen, was soll er damit machen. Ich fände es cool, wenn man sie umbenennt. Es kann schon mal passieren. Und dann klickt man hier oben einmal auf Aktivieren und sagt weiter. Dann braucht noch mal die App Zugriff auf die Fotos.
Das machen wir mal und das war es dann auch schon. So, dann gibt es noch mal ein paar Mitteilungen. Wir sagen, ja, soll er mir auch senden, ist passt an der Stelle. Ja, soweit erstmal zu der App. Dann gucken wir mal einmal ganz kurz auf die Synology selber wieder drauf. Und zwar gehen wir einmal in die FileStation rein und ich schiebe das mal so ein bisschen hier rüber. In der FileStation gibt es die sogenannten Homes und da gibt es das Home des User Medisch. Und da wurde jetzt ein Ordner angelegt, der nennt sich Fotos. Und da ist noch nichts aktuell drin. Und das ist auch gut so, weil der Sync hat noch nicht stattgefunden. Wir müssen auch noch mal ein, zwei Fotos machen an der Stelle und dann gucken wir mal weiter. Wir melden uns jetzt aber an der Synology, melden wir uns einmal mit dem Benutzer Medisch an. Also ich melde mich einmal ab. Meld mich einmal mit dem Benutzer Medisch an und mit dem geheimen Passwort. So, log mich einmal ein. So, bin auf der Synology, kann jetzt auch die Fotos hier direkt übers Menü starten. Und hier habe ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, den QR-Code einzuscannen. Hier nochmal das Gleiche, werde ich gepromptet. Wenn ihr jetzt hier oben auf Medisch geht, Einstellungen, dann habt ihr nur noch den Reiter persönlich. Der Reiter Global ist nicht da. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, Gesichtserkennung möchte ich auch aktivieren. Dann könnt ihr sagen, beim Hochladen ne, doppelter Dateien überspringen. Ich würde einfach jetzt mal umbenennen machen und das Ganze beim Verschieben würde ich jetzt überspringen an der Stelle. So, dann ist man quasi durch. Ihr habt noch eine Möglichkeit hier zu indizieren. Ansonsten habt ihr noch eine Möglichkeit, das Datumformat anzugeben. Also hier kann man verschiedene Datenformate angeben. Da muss man selber überlegen, wie man das Ganze haben will. Dann nochmal ein Zeitformat. Dann hat man noch eine Möglichkeit, eine Fotobeschreibung in der Diashow und so weiter und so weiter. Den Zeitachsenmodus kann man nach Tage, man kann den nach Monate sortieren. Eigentlich recht mächtig die App. So, ich klicke jetzt mal auf Speichern. So, was ihr gerade hier schon seht, das ist das Video, die Aufnahme vom Smartphone, die wurde gerade gemacht. So, ich schieße jetzt mal ganz kurz ein Foto. Und zwar direkt hier mit meinem Smartphone. Da mache ich mal direkt ein kleines Foto von mir selber einmal und dann nochmal ein zweites. Und das ist okay soweit. So, ich habe jetzt mal eben nochmal zwei Fotos gemacht. Jetzt dauert das einen kleinen Augenblick. Dann wird die App auch diese hochsynchronisieren und dann hat man die Sachen auch schon da. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das nicht großartig pushen kann. Ne? Also es dauert halt einen kleinen Augenblick, bis die Sachen hochgeladen werden. So, ich schalte uns nochmal kurz auf die App rüber, damit wir uns das Ganze dort angucken. Kleinen Augenblick. Wir gehen wieder auf die App drauf und schauen dann jetzt einmal drauf. Also man sieht jetzt hier unter Fotos das Video von gerade, das ist der 30. Oktober. Da ist das klassische Video, ne? Das können wir mal wieder wegmachen, das brauchen wir jetzt gerade nicht. So, jetzt gehen wir nochmal oben auf die drei Punkte, da kann man noch sagen, auswählen, hochladen, Diashow wiedergeben und so weiter. Also eigentlich ganz gut. Wir gehen jetzt aber unten auf mehr und dann hat man jetzt eine Option, die finde ich ganz gut, die Sicherung im Ruhezustand zu aktivieren. So, das ist dann, wenn das Gerät nicht benutzt wird, dass dann halt quasi das Backup bzw. das Sichern der Fotos halt durchgeführt wird. Man hat nochmal eine Upload-Warteschlange, die wird jetzt hier auch angezeigt. Ansonsten gibt es hier noch verschiedene Einstellungen, die man tätigen kann. Und da kann man noch ein bisschen mit dem Cache arbeiten. Man kann noch einen Passcode konfigurieren, finde ich auch ganz cool an der Stelle. Sind so Sicherheits-Settings, die man dort hat. Also eigentlich recht mächtig die App. Ansonsten, wenn man jetzt nochmal auf Fotos geht, dann sieht man jetzt auch schon die zwei Fotos, die sind da. Wir klicken mal eben zurück auf die Browser-App. So, da sieht man jetzt auch die zwei Fotos, die sind jetzt einmal da, da hat man sie. Eigentlich recht cool. Was man jetzt sieht hier, ne, ich komme aus dem Kreis Borken, man kann mal so ein Foto anklicken. Dann hat man hier quasi nochmal die drei Punkte, kann es noch ein bisschen drehen, man kann es verschieben nach, man kann es downloaden, man kann es als Diashow wiedergeben und man kann auf die Information klicken. Und das finde ich ganz gut. Man kann jetzt bei den Infos auch so ein Rating durchführen. Man sieht jetzt quasi eine Geolocation. Ne? Ich komme aus dem Kreis Borken, Regen, da wohne ich. Eigentlich auch ganz gut, da steht sogar die Straße dabei, echt coole Sache. Dann sieht man nochmal von welchem Device, mit welchen Settings.
Und man kann hier auch Tags hinzufügen. Ne? Man kann da sagen, ich bin hier im Home Lab und das war es auch an der Stelle. Ja. So, das wäre eine Möglichkeit. Man hat hier unter mehr noch ein paar Settings oder Einstellungen vom iPhone bzw. vom Device dabei. Ich kann das jetzt hier auch, wie gesagt, nochmal raten und das ist eigentlich eine recht coole Sache. Man hat die Möglichkeit, das auch direkt zu teilen. Das ist auch eine coole Sache. Also man kann hier direkt auf Teilen drauf gehen. Man bekommt dann einen Freigabelink und kann den halt verschenken mit Passwortschutz, ohne Passwortschutz. Eigentlich genauso wie beim Synology Drive. Jo, eigentlich recht cool das Ganze, recht einfach. Man muss da nicht viel beachten an der Stelle. Ich persönlich finde es sehr, sehr, sehr gelungen. Ich beende das Ganze mal, will das jetzt hier mal nicht speichern. Beenden, so, da haben wir es. Und dann ist man quasi auch schon durch. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, das Thema Personen anzuklicken. Jetzt findet man hier keine Fotos. Da ist er noch am Identifizieren dran. Das kann noch ein bisschen dauern. Also da habt ihr die Möglichkeit, die Personen. Hier sind nochmal die Orte, hier sind die Tags. Finde ich auch ganz cool. Ne, man hat hier HomeLab. Also man kann da schon richtig schön sortieren nach. Ansonsten finde ich auch cool, Freigaben sehr schön dargestellt. Man sieht, für wen was freigegeben ist, für andere, für einen selber. Finde ich echt eine coole Sache. Ihr könnt auch untereinander als Familienmitglieder auf der Synology-Dateien untereinander teilen. Echt eine coole, coole Sache. Ansonsten kann man die hier noch so ein bisschen sortieren, aufsteigend, absteigend. Also man hat da wirklich viele Möglichkeiten und man hat auch noch eine Suche an der Stelle. Also, was soll ich sagen? Ich schalte mal wieder auf groß. Ja, was soll ich sagen? Kurz und schmerzlos das Ganze. Recht cool. Fotos werden automatisiert hochgesichert. Genau, dafür muss die App aber aktiviert sein. Die muss offen sein, dann werden auch nur Fotos hochgesichert. Also wenn die App nicht aktiv ist, dann werden auch keine Fotos hochgesichert. Aber man kann das auch so ein bisschen halt steuern. Ne? Also wenn man gerade nichts zu tun hat, macht man eben die App auf und dann lässt man die App da ein bisschen rumnudeln und gut ist. Achtet auf euer Datenvolumen. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und dann schauen wir uns die nächsten Themen gemeinsam an. Nicht vergessen, Daumen hoch, einmal die Glocke drücken, damit ihr auch keine Folge verpasst. Ansonsten denkt dran, supportet den Fatih.